höher und weiter fliegen wie die anderen, der muss schon hart trainieren, meine Damen und Herren. Höchstleistungssportler sind eigentlich immer dabei und versuchen besser zu werden, damit sie zur Weltspitze gehören. So auch der Hase und der Igel hier in diesem Trainingcamp. Der Hase und der Igel haben einen Sportverein gegründet und laufen gerne aneinander vorbei, und zwar exakt 26 Meter, um einen Schluck Tee zu trinken, und laufen dann wieder los. Das machen sie etwa 2 bis 3 Stunden pro Tag und sind sehr froh, dass sie sich so körperlich ertüchtigen. Ja, lauf von links nach links nach rechts und von rechts links an, damit sie die Schuhe gleichmäßig annutzen und damit es auch Güter gibt für die Preisrichter. Und wer ist der Ältere? Der Hose. Eigentlich eher der Hose, ja. Also eigentlich. Der Hase ist an und für sich gelernter Chippendale und der Igel Burgschauspieler. Angeblich. Im Moment sind sie zwar arbeitslos, möchten aber professionelle Eiskunstläufer werden und trainieren schon fleißig, indem sie über den Gehsteig skaten. Leider ohne Eislaufschuhe oder Rollschuhe. Das macht ihnen aber nichts aus, weil sie nichts Besseres kennen. Man kann im Quertland noch machen, am Flugzeugtraining vielleicht, ne? Ja, aber es geht, ich glaube, weißt du, wenn du nicht mehr mit der Seele ganz im Reinen bist, dann funktionieren die Dinge auch nicht. Naja, ein bisschen vielleicht Medien und Kickboxen oder Feng Shui könnte man auch noch machen. Das ist schon schade. So? Ja. Weil die beiden auch gut schwimmen können, sagen sie unseren Zuschauern auch gerne, wie man es richtig macht mit dem Sport. Flüssigkeit ist extrem wichtig beim Leistungssport, wenn man viel angibt. Wir haben da die sportlichen blauen Becher, wo wir Sportdrinks reingeben für Energydrink, wo Zentümer drinnen sind und Hypophysen, und wo das Ganze sofort in den Körper reingeht und dann durch die Adern durchlässig ist und sofort den Körper reaktiviert, also hydrostatisch mit einem Wort. Das rote Glasl, das ist ein Alarmglasl, das ist, wenn wirklich feiern doch ist, dann muss man aus dem trinken, wenn der Arsch weh tut, weil es einen aufgebracht hat oder sonst wie, dann muss man aus einem roten Glasl trinken, dann wird alles besser. Der Igel spricht ja perfekt Russisch, stimmt das? Wie sagst du mal, was auf Russisch? Schubrischnaisko Sobreski. Schubrischnaisko Sobreski. Schubreski. Ваша Босганайска. Да что ж из нее? Was heißt das? Ich bin froh, dass ich mit euch da sitzen kann. Wichtig ist, meine Damen und Herren, für unsere Spitzensportler, dass sie gesund sind und so auch ordentlich fit. Und ich wünsche Ihnen auch fit zu sein, damit Sie auch gesund sind. Bitte sehr.